Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, mein letztes Video ist wieder 6 Tage her. Ja, es kam leider keine Updates rein. Kein Update, keine Steelbooks, Mediabooks. Eigentlich habe ich 2 Mediabooks getauscht auf Facebook. Aber derjenige, von dem ich die bekommen sollte, ist jetzt 2 Wochen auf Arbeit. Also er ist beruflich unterwegs und den kann er nicht verschicken per Post. Er ist irgendwie beruflich unterwegs. Auf jeden Fall kann er nicht verschicken. Erst in 2 Wochen kann er verschicken. Gut, dann muss ich jetzt 2 Wochen warten. Eigentlich hätten diese Woche 2 Mediabooks kommen müssen. Und jetzt hätten eigentlich auch Updates heute sein müssen. Update. Entweder in eine Blu-ray oder irgendwas hätte heute da sein müssen, weil ja, gestern war ich nicht da und da habe ich einen Zettel im Briefkasten gehabt. Wieder einen Abholschein, einen gelben Abholschein. Ich habe gedacht, oh, dann kann ich heute Nachmittag ja hingehen und dann meinen Film abholen. Nix da. Ich guck rauf. Nein! Und hatte heute auch nur die Post, wo ich hin soll. Hat er nur auf von 8 bis 12 Uhr. Und das habe ich erst bemerkt um 14 Uhr. Habe ich vergessen, dass die Post, wo sie hingeschickt wurde, nur von 8 bis 12 Uhr heute auf hat, auf dem Samstag. Egal. Ist menschlich, man kann aber mal was vergessen. Also, Montag kommt ein neues Update. So. Und ich wollte auch jetzt nicht, ich wollte auch endlich mal wieder ein Video hochladen. Nicht, wenn es ein Gerücht aufkommt, ich würde keine Videos mehr hochladen. So, aber ich möchte jetzt 2 Filme besprechen in diesem Video. Der erste Film ist Conan der Zerstörer. Habe ich jetzt geguckt, 2 Mal habe ich den geguckt. Den finde ich toll. Conan der Zerstörer ist ein richtig geiler Film. Den finde ich sogar besser als den ersten Teil. Der ist richtig gut gemacht. Die Kämpfe sind gut gemacht. Hier ist ja Arnold Schwarzenegger noch ganz jung. Und der sieht doch richtig gut aus. Schön mit Muskeln bepackt. Die Frau, die da mitspielt, die ist auch richtig gut gemacht. Richtig gute Darsteller. Wie gesagt, gute Kämpfe. Geht ja in dem Film. Wie war das? Es geht in dem Film. Conan soll das irgendwie verhindern, dass irgendwie so ein Horn, da ist irgendwie so ein Volk und das Volk hat so eine Statue und aus der Statue soll irgendwie was Göttliches auferstehen, also irgendwie so ein Gott auferstehen und da bringt der eine, mit dem Arnold Schwarzenegger zusammen rumreist, bringt der Königin, oder was das sein soll, ein Horn. Und das Horn stecken sie dann auf diese Statue rauf und dann verwandelt sich die Statue dann in so ein Wesen. Und das misslingt. Weil Arnold Schwarzenegger kommt dazwischen, also Conan kommt dazwischen bei der ganzen Zeremonie und dann passiert was, eigentlich sollte den Film jeder kennen, der ist aus den 80ern, den müsste eigentlich jeder kennen. Das passiert dann so, dass das Monster, was denn auferstehen soll, passiert nicht. Ich sag mal so, es passiert nicht, es passiert was anderes, was Böses. Mehr möchte ich nicht erzählen. Auf jeden Fall hat mir der Film super gefallen, hat mich gut unterhalten. Ist ein guter Actionfilm, so von damals. So, könnt ihr ja sehen, so auf der Rückseite, wie er so bepackt ist. Wie Muskeln er hat, Conan, Arnold Schwarzenegger. Ja. Hier, also was gibt es noch zu erzählen über den Film? Ich fand ihn sehr gut. So, hier erstmal Conan, der Zerstörer. So, und dann habe ich geguckt, Day of the Dead. Aber nur einmal habe ich den jetzt geguckt. Fand ich auch geil. Ist ein richtig guter Zombie-Film. Die Darsteller sind gut. Die Dialoge sind gut. Die Dialoge. Ach ja, bei Conan der Zerstörer habe ich vergessen zu sagen, da sind doch lustige Szenen bei. Zum Beispiel, die sind des Arms, die kämpfen da abends und dann sind doch lustige Szenen dabei. So Comedy-Szenen. Da muss ich auch lachen. Komme ich zurück zu Day of the Dead. Hat mir super gefallen. Darsteller sind gut. Die Zombies sind gut. Ja, das passierte alles unten in so einem Bunker. Dieser Film soll eigentlich ein Meilenstein sein. Zombie, wie sagt man so schön?
Richtweise, ein Zombie-Richtweise sein. Also dieser Film soll eigentlich der sein, der die ganzen Zombie-Filme in die Richtung gebracht hat, wo sie heute sind oder so. Auf jeden Fall spielt der Film im Bunker. Da sind Leute, die bekriegen sich da. Also die beschimpfen sich, die bekriegen sich, wie gesagt. Und dann haben die hier auf dem Cover, wie ihr auf dem Cover ja sehen könnt, der eine Zombie hier, der ist angekettet. Das ist ein schlauer Zombie. Da haben die einen schlauen Zombie, den erforschen die. Da ist so ein Arzt, der erforscht den Zombie. Und dann ist der schlau, dann kann der so überlegen kann der und auch handeln kann der. Und das sind natürlich in dem Bunker sind Soldaten und Ärzte. Und die bekriegen sich denn da, wie gesagt. Und dann kommt das so weit, dass sie sich denn da umbringen und dass die Zombies von oben kommen, der Zombies runter. Genau, einer von denen ist infiziert, einer von den Leuten. Der weiß das auch und geht dann nach oben, wo die Zombies sind, oben an der Oberfläche und lockt die dann runter. Da ist nämlich so ein Aufzug, da ist ein großer Aufzug, da setzt er sich in der Mitte hin, dann kommen die Zombies an, wollen ihn auffressen und dann fährt er mit dem Fahrstuhl runter, also mit so einem Lift runter und dann sind die ganzen Zombies alle unten im Bunker. Und da geht's ab. Da ist nämlich ein Gemetzel. Der Film ist auch schön blutig. Ja, bis jetzt am Ende des Films, glaube ich, nur noch drei Leute überleben. Aber wie gesagt, der Film hat mir richtig gut gefallen. Werde ich auch nochmal ein zweites Mal sichten. Ich habe den Kauf nicht bereut von diesem Mediabook. Ist auch ein sehr schönes Cover. Schön wattiert. Ich habe den Kauf echt nicht bereut. Oder den Tausch, ich habe ja getauscht. Ich habe den Tausch echt nicht bereut, was ich dafür hingegeben habe. Ja. Und der Film ist auch 131er, habe ich rausbekommen, auf Schnittberichte. 131er beschlagnahmt, ist Day of the Dead. Ja, das waren meine beiden Reviews und Kritik heute. Ich wollte echt mal wieder ein Video hochladen. Ich habe die ganze Tage schon überlegt, was im Video legst du hoch. Es kommen keine neuen Updates rein. Ist ja immer ein bisschen blöd, keine neuen Updates. Dann mache ich Reviews oder mache Videos im Park. Videos im Park kam auch gut an. Das wollen die Leute auch gerne sehen. Vielleicht mache ich morgen ein Video im Park wieder. Mal gucken. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.